Ein sonniges Willkommen zu Autonauts, Autonauts, wie auch immer. Einem neuen kleinen Let's Play hier bei mir auf dem Channel. Es ist wieder mal so ein bisschen Basisbau und viel Automatisierung. Also, wer daran gewöhnt war, mich jammern zu hören bei zum Beispiel Oxygen Not Included, immer wenn ich was automatisieren musste. Ach, ihr werdet es hassen. Ich habe noch gar nicht gespielt. Das ist der erste Spielversuch. Ich habe gesehen, wie es jemand gespielt hat, habe mir gedacht, ey, das sieht so aus, als wäre das was für mich. Und ich würde es gern mal probieren. Hier kann ich dem Planeten Namen geben. Hier kann ich mir einen neuen zufälligen Seed aussuchen. Jetzt weiß ich gar nicht genau, worauf ich achten muss. Kann also durchaus sein, dass wir versuchen... Ah, was verändert sich denn da, wenn ich hier anklicke? Also eigentlich ist es ja immer noch der gleiche Planet, aber es verändert sich immer ein bisschen was. Da haben wir Getreidepflanzen, Baumwollpflanzen, Bäume, Sumpf, Süßwasser, Kohlevorkommen, ergiebige Metallerzvorkommen, ergiebige Tonvorkommen, ergiebige Gesteinsvorkommen. Okay, wahrscheinlich wäre es gut, wenn wir in der Nähe von einem Gesteinsvorkommen und von Bäumen sind. Dummerweise weiß ich nicht, was hier was sein soll. Ist ja super. Also das hier könnte Steinsvorkommen sein, ne? Das springt hier dann allerdings auch weg. Boah, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir könnten ein bisschen Platz gebrauchen wahrscheinlich am Anfang. Setzen wir uns da hin und testen einfach mal, ob es funktioniert. Das ist natürlich... der Sonnenplatz. Na klar. Kleiner Planet, nö. Zufällige Objekte gerne. Tutorial auf jeden Fall will ich hören. Super. Alle 10 Minuten wird der Spielfortschritt automatisch gespeichert. Das ist nett. Der Sonnenplatz. Ich mag's. Gut, dass ich mich nicht verschrieben habe, soweit ich das gesehen habe. Willkommen, ich bin Otto Null. Ich werde dir dabei helfen, dich auf dein Leben als Autonaut vorzubereiten. Entdecke, sammle Ressourcen, erschaffe Gebäude, Werkzeuge und Maschinen, automatisiere Abläufe, entwickle Industrien, erforsche, siedle. Frisch ans Werk. Okay, danke. Bewege die Kamera mit WSAD. Dankeschön. Verwende das Mautrad für den Zoom. Kriegen wir hin. Wenn du die Orientierung verlierst, drücke X, um die Ansicht zu zentrieren. Okay. Es gibt neue Planeten zu erkunden mit... Okay. Mit einem Linksklick auf das gewünschte Ziel betrittst du den schattierten Bereich. Wir müssen einfache Werkzeuge und Ressourcen decken, um loslegen zu können. Wir müssen einfache Werkzeuge und Ressourcen decken, okay? Ich gehe dahin? Ja, okay. Es gibt neue Planeten zu erkunden mit einem... Hä? Wieso? Haben wir doch schon gemacht. Und das sind doch keine neuen Planeten, das sind Zonen. Okay. Also, ich habe 3 Zonen erkundet. Okay, nun zu den Grundlagen. Das waren nicht die Grundlagen. Gut, das freut mich. Finde einen Stein. Mit einem Linksklick hebst du das Objekt auf. Per Rechtsklick auf den Boden lässt du das Objekt fallen. Die Objekte fallen, die du an den Händen hältst. Okay, aufheben. Du kannst immer nur Objekte eines Typs gleichzeitig halten. Also nutze dein Inventar, um den Stein zu verstauen. Drücke Q oder das gleiche. Oder auf das gleiche Symbol. Ah, okay. Ich kann da Sachen hinten reinlegen. Ja, gut, 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 gut. Okay, cool. Um den Stein aus dem Inventar zu nehmen, wenn du die Hände frei hast, drücke Q. Oder auf das Symbol, klar. Halte die Alt-Taste gedrückt und bewege den Mauszeiger über ein Objekt, um zu sehen, welche Aktion damit ausführen. Hat er mich nicht vorher geduzt? Jetzt werde ich gesiezt. Halten Sie die Alt-Taste... war nicht im... Ich kann mich auch irren. Diese können Sie... welche Aktion Sie damit durchführen können? Diese können sich je nachdem, was Sie halten, ändern. Okay. Alt-Taste. Okay, ich kann links klicken damit. Dann würde ich den Stein einsammeln. Nehme ich mal an? Nein. Halte einen Stein, um ihn als ein einfaches Hackwerkzeug zu benutzen. Mache einen Linksklick auf einen Baum, um ihn zu fällen.
Die weiße Umrandung des Baums zeigt dir an, dass du den Stein mit ihm benutzen kannst. Ah, okay. Wow, der ist ja nicht gerade langsam, der Junge. Okay, wir brauchen diesen Stein jetzt nicht. Per Rechtsklick lässt du ihn auf den Boden fallen. Okay. Oh, ich muss diesen. Entschuldigung, da bin ich wieder. Oh mein Gott, der kam von Herzen. Wenn sich deine Technologien entwickeln, schaltest du neue Baupläne und Bauwerke, Maschinen und weiteres frei. Klicke auf das Symbol oder drücke E, um deine Baupläne aufzurufen. Okay. Bauwerke können auf den meisten Ebenen Untergründen errichtet werden. Lasse deine simple Werkstatt bauen. Uns eine. Simple Werkstatt bauen. Klicke auf den Bauplan für die einfache Werkbank, um ihn auszuwählen. Okay. Einfach hier? Oh, machen wir mal hier. Ich weiß nicht, welchen Platz wir sonst brauchen. Ah, und hier schließen. Muss ich hinklicken? Kann ich rechtsklicken? Okay. Sammle Teile, die für den Bau der einfachen Werkbank benötigt werden. Füge sie mit einem Rechtsklick auf das Fundament hinzu. Du kannst überprüfen, was benötigt. Da! Jetzt duzt er mich! Kein Wunder, dass ich durcheinander komme. Jetzt werde ich geduzt und nicht mehr gesiezt. Zwei unterschiedliche Übersetzer am Werk, würde ich sagen. Super. Ich liebe sowas. Ganz kurz, ich muss mal mich kurz muten. Kein Wunder, dass ich da durcheinander komme. Ernsthaft. Richte eine Werkbank. Gut, was brauchen wir für die Werkbank? Zwei Stämme und zwei Stöcke. Okay. Stamm? Dahin. Mir fehlt noch ein Stamm, hä? Hier ist kein weiterer Stamm, oder? Ah, da hinten. Okay, nehmen wir den. Sparen wir uns was. Zack. Warum auch immer da hinten einer war, da haben wir gar keinen Baum gefällt. Ja, sieht gut aus, wie der Baumeister das macht. Hübsch, mit Hilfe dieser einfachen Werkstatt kannst du nun einfache Werkzeuge und Teile bauen. Ja, gerne. Was soll ich machen? Ein besseres Handwerkzeug herstellen? Eine einfache Axt. Ja, cool. So, da baue ich jetzt einen Stein. Und einen Stock. Dann bringe ich das hier hin. Nein, rechte Maustaste. Und wenn das Richtige drin ist. Bäm, eine Steinaxt. Nice. Cool, dein erstes Werkzeug. Der Danke, ich bin einfach großartig. Klicke auf die einfache Axt, um sie aufzuheben. Vergiss nicht, dass du Q drücken kannst, um sie zu verstauen, was du in den Händen hältst. Ah, das stimmt, das stimmt. Gute Idee. Nutze die einfach, um. Nutze die einfache Axt, um einen gefällten Stamm in Bretter umzuwandeln. Okay, ich denke mal, wir werden aber erstmal dann einen neuen Stamm erzeugen müssen. Was sage ich mit dem Baumstamm? Kann ich damit irgendwas machen? Anscheinend nicht. Also mit dem Stamm am Stumpf meine ich. Nice, wir haben Bretter. Verarbeite Bretter zu Pfählen. Bretter und Pfähle sind wesentlicher Teil für einfache Bauwerke, Maschinen und Roboter. Nice. Fantastisch. Nicht schlecht. Den Holzfällerkram hast du offensichtlich verstanden. Ich bin einfach göttlich. Das ist einfach mein Genie. Jetzt weißt du, wie du einfache Teile hergestellt werden. Jetzt weißt du, wie einfache Teile hergestellt werden. Oh Mann, ich lese heute eine Grütze. Erweitern wir deine Werkstatt, indem wir ein neues Bauwerk errichten. Drücke E, um auf deine Baupläne zuzugreifen. Ah, ich muss das nicht anklicken, ich kann E drücken. Großartig. Jetzt muss ich es anklicken. Na toll. Klicke auf den Bauplan für den Roboterfertigungsstand, um ihn auszuwählen. Dafür brauchen wir Stamm und Bretter. Wozu habe ich jetzt diese Planken hergestellt? Ach, egal. Gut. Besonderer Ort? Irgendwie. Lass mal einfach hier in der Ecke. Ein bisschen Abstand. Bisschen Abstand ist nie verkehrt, ne? Schließe das Baumenü. Ah, ich kann Escape drücken. Ich muss nicht auf das X drücken. Aha! Hast du mir nicht gesagt, Programm? Entschuldigung, ich weiß nicht, ein bisschen aufgedreht. Finde und stelle Teile her, die für den Bau des Roboterfertigungsstandes benötigt werden. Füge sie mit einem Rechtsklick auf das Fundament hinzu. Du kannst prüfen, was benötigt wird, indem du über das Fundament streichst. Ja, das war mir schon klar. Aber als erstes brauchen wir jetzt den da. Was brauchen wir denn noch? Zwei Stämme und noch zwei Bretter.
So, das heißt, wir brauchen noch mindestens einen Stamm, um aus dem dann Bretter herzustellen, wenn ich mich nicht irre. So. Baumsamen. Ich hätte es jetzt Eichel genannt, aber okay. Nein, nein! Aufheben. Können wir drei Sachen tragen? Ja, wir können vier Sachen tragen. Cool. So, so. Nein, ich will den Baumstamm. Hat er. Okay. Baumstamm kann er nur eintragen. Jetzt nicht so überraschend, muss man sagen. So. Großartig. Den auch noch drauf. Und dann müssten wir damit fertig sein. Aber da können wir jetzt einen Roboter bauen. Das war schnell. Lässig! Diese einfache Roboterwerkstatt ist ein Tor zur Welt der Automatisierung. Automatisierung! Wir müssen einen neuen Roboter herstellen, den wir anlernen können. Okay. Einfacher Roboter. Ein Stamm, drei Bretter, ein Pfahl, ein Baumsamen. Ich hoffe, wir brauchen die Baumsamen dann nicht zum Bäume vermehren. Wir brauchen die doch bestimmt zum Bäume vermehren. Okay, dann hoffe ich, dass wir sehr viele von diesen Baumsamen kriegen. Zack. So. Was brauchen wir noch? Pfahl, Bretter und Stamm. Okay. Kümmern uns mal erstmal um Bretter und Stamm. So. Okay, die Axt ist auch bald durch. Okay, aber ich denke mal, wir werden noch einiges lernen. Es liegen relativ viele von den Baumsamen rum. Aber nicht so viele. Also der hier hat ja zum Beispiel gerade keinen fallen lassen, ganz eindeutig. Oh Mann, also. Er ist auch echt schnell mit dem Ding in der Hand. was? Herstellung abbrechen? Nein, will ich nicht. Achso, rechte Maustaste. Ich habe linke Maustaste gedrückt. Das war der Fehler. So. Okay. Axt wegstecken. Schnappen, schnappen. Ne, schnappen wir uns den auch. Ich leg mal einen hier hin einfach. Wir werden ihn bestimmt. Ich wollte nur einen da hinlegen. Okay, er legt aber alle Sachen ab, die ich in der Hand habe. Aber hier legt er immer nur einen hin. Was fehlt denn noch? Pfahl. Ah ja, hier hinten. Nehmen wir beide gleich mit. Lustig, wie die Sachen irgendwie übereinander stacken. Was? Wir haben einen Roboter. Mit einem Linksklick auf den Roboter lädst du ihn erstmal auf. Okay. Autonautische, ich spreche es jetzt einfach mal auf Deutsch aus. Autonautische Montage. Nauten sind eigentlich Reisende. Ich weiß nicht, wieso ich das eigentlich Englisch aussprechen will. Dein erster Roboter. Yeah! Du bist bereit, mit der Automatisierung zu beginnen. Juhu! Dein neuer Roboter benötigt eine einfache Axt, also stellen wir eine her. Aber das haben wir doch schon. Der Bauplan ist bereits ausgewählt. Das stimmt, das haben wir vorhin gemacht. Also sammle einfach die Teile und füge sie der hinzu. Okay. Dann schmeiße ich mal meine Axt hier hin. So. So. Perfekt. Okay, dann schnappe ich mir die Axt hier. Und gib sie. Au, ich habe sie ihm zugeworfen. Lassen wir es krachen. Okay. Ist deine einfache Axt fertig? Drücke Leertaste, um die Pfeife zu benutzen, damit du deinen Roboter auf dich aufmerksam machst. Okay. Roboter zum Anlernen auswählen. Klicke auf Aufnahmen und zeige deinem Roboter dann, was er tun muss. Während er dich beobachtet, schreibt er ein Programm, um es dir nachzuahmen. Ich kann es nicht selber anklicken, nicht Befehle eingeben. Nee, kann ich anscheinend nicht. Okay. Und zeige deinem Roboter, wie er eine einfache Axt benutzt, um einen Baum zu fällen. Okay, nächster Fundort Baum. Bewege zu Baum.
gehaltenen Gegenstand verwenden. Okay, cool. Klicke Wiederholen-Taste, um eine Endlosschleife zu nutzen. Drücke auf Wiedergabe, um das Programm deines Roboters zu starten. Großartig, deine erste Automatisierung. Dein Roboter wird das weitermachen, bis ihm der Saft ausgeht, sein Werkzeug kaputt geht oder es im Suchbereich keine Ziele mehr gibt. Jetzt fällt dein Roboter für uns die Bäume. Lass uns noch mehr automatisieren. Das Roboterhirn müssen wir im Moment nicht sehen, also schließ es. Wir müssen einen neuen Roboter herstellen, den wir anlernen können. Dein erster Roboter hilft bei der Bereitstellung von Ressourcen. Ja, cool. Okay, also, dann brauche ich wieder das hier. Hervorragend. So. So. Zack. Was fehlt uns noch? Baumsamen. Können wir die Baumstämme irgendwie, Baumstümpfe dann irgendwann ausgraben oder sowas? Und du hast aufgehört, weil hier, weil der Bereich, für den ich ausgewählt hatte, irgendwie nicht genug Stämme mehr hat. Nicht mehr genug ja, Bäume. Sollen wir uns gleich mal angucken, ob wir den irgendwie verändern oder größer machen können. So, erstmal aufladen. Kriegen wir hin. So, juhu. Dein zweiter Roboter zum Anlernen ist bereit. Für die nächste Aufgabe benötigst du einen einfachen Spaten. Also stelle einen her. Mache einen Linksklick auf die. Okay. So. Dafür brauche ich dann nämlich mal auch einen Stein und einen Stock. Achso. Nee, rechte Maustaste, dann den Stock. So. Dann muss ich ja davon jetzt wahrscheinlich zwei Dinger herstellen, weil ich brauche ja eins, was ich ihm geben kann und eins, was ich nutze, damit ich ihm zeigen kann, was er tun muss. Oh Gott. Ah, nee, rechte Maustaste. Super. So. Dann muss ich das mal hinwerfen. Dann schnapp ich mir mal einen Stein und einen Stock. Bring das rasch hier hin. So, jetzt habe ich auch einen Spaten. Jetzt kann ich wieder die Leertaste drücken, ihn auswählen. Ich nehme auf. Und was machen wir jetzt? Damit können wir Löcher graben. Kann ich die auf dem hier graben? Nein. Hier kann ich jetzt ein Loch graben. Error? Wo ist meine. Ich hab. Hatte ich nicht eben gerade noch eine. Oh. Hab sie da hingelegt. Haha. Okay. Ah, die gelten einfach als Erde. Dass die da sind, ist denen egal. Da passiert auch nichts weiter mit. Okay. Roboter operieren innerhalb eines festgelegten Bereiches, welchen du bearbeiten kannst. Klicke auf die Suchbereich-Taste des. Okay. Okay, Max-Bereich. Oh, das ist groß. Ich nehme an, ich kann ihn verändern. Ja, okay. Und ich nehme mal an, bauen kann ich nur in dem Bereich, der hier diese erdige Schicht hat. Also mache ich den mal hier hin. So. Das sieht gut aus, oder? Bisschen tiefer wäre besser, hätten wir mehr Raum. Ach, lassen wir es mal so. Vielleicht können wir das ja auch terraformen. Und dann lassen wir das wiederholen. Und leg los. Sieh nur, wie die Roboter hantieren. Übrigens, das Spiel ist, glaube ich, aus Schottland. Das war im Begrüßungsbildschirm mit drin. Fand ich ganz interessant, dass sie das geschrieben hatten. So, jetzt müsste ich eigentlich den hier mal ändern. Kann ich irgendwie auf dich Zugriff nehmen? Ah, ich wollte gerade Pause machen mit der Leertaste. Das. Nein, 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 hör auf. Nein, hör auf. Hör auf! Okay, packen wir das weg. Kann ich dich irgendwie auswählen? Ah ja. Pause? Nee, stopp. Okay. Klicke Aufnahme zum Bearbeiten. Ah, okay, jetzt kann ich das hier ändern. Max-Bereich.
Wir hatten das so ausgewählt oder so? So, ne? Müssen wir halt aufpassen, dass das deckungsgleich ist. Ah. Jetzt die gute Frage, war das so oder so? Weil die sollten wirklich gleich sein nach Möglichkeit. Dann play me. Gut. Jetzt gucke ich nochmal. Hey, deine erste Automatisierungsindustrie ist beinahe fertig. Einfache Forstwirtschaft. Stelle einen weiteren Roboter her und bringe ihm bei, Baumsamen zu säen, um die Unternehmung nachhaltig zu gestalten. Das ist mega. Aber ich hätte ganz gerne den da mal angeklickt. Kann ich. Oh, der war nicht in Reichweite. Ich möchte von dem da. Ja, hervorragend. Ja, das ist richtig. Alles tutti. Gut, also das heißt, wir brauchen jetzt noch einen weiteren Roboter. Ich weiß jetzt nicht, welche Aufgabe der kriegt, aber das heißt, wir brauchen das hier. Das hier. Das hier. Sehr gut. So, nehmen wir mit. Einen da rein. Einen dahin. Dann brauchen wir die drei. Achso, Baumsamen. Baumsamen sollen wir einpflanzen. Wahrscheinlich kommen die in die Löcher rein. Deswegen haben wir wahrscheinlich die Löcher gemacht. Baumsamen. Baumsamen aufnehmen? Ja. Fehlt da jetzt noch irgendwas? Ach so, noch ein Baumstamm, wenn ich mich nicht irre. Supi. Und auch da rein. Ich glaube, ich werde mir da noch ein. Ich glaube, das sah so aus, als könnten wir das Gras wegmachen mit der Schaufel. Ich glaube, dann werde ich den Bereich auch so vergrößern, dass wir in dem Bereich, den wir jetzt als Anzugsbereich haben, auch komplett dann so diese andere Erde haben. Ich vermute mal, dass das reicht, wenn ich das Gras wegnehme. So, den müssen wir jetzt aufladen. Hervorragend. Ja, lass uns die Automatisierung für dieser simplen Fortwirtschaft fertigstellen. Drücke Leertaste, um deine Pfeile zu benutzen. Deinen jüngeren. Okay. Klicke Aufnahme und zeige dem Roboter dann, was er tun muss. Okay, also ich nehme mal an, dann aufnehmen. Ein Loch werfen. Oh, mit Rechtsklick. Okay, Endlosschleife und leg los. Ah, ich muss gleich nochmal seinen Bereich ändern. Tutorial abgeschlossen. Hervorragend. Errungenschaft. Ich habe es nicht lesen können. Was stand da? Mamis kleiner süßer Autonaut. Okay, cool. Tutorial abgeschlossen. Hier ist deine Akademiegrundlage. Erinnerungstafel. Nice, Dankeschön. Willkommen auf der Akademie. Du hast soeben dein erstes Autonautenzertifikat erhalten. Hier ist eine neue Mission, für die du ein weiteres Zertifikat erhältst. Du kannst die Mission anheften, um sie beim Spielen im Auge zu behalten. Oh, cool. Okay. Aber wahrscheinlich hier über die Pinnnadel. Gut. Alle Entwürfe und damit verbundenen Teile findest du hier. Du kannst sogar auf Teile klicken, um zu erfahren, woher sie kommen. Viele nützliche Hinweise sind hier. Okay. Eine einfache Spitzhacke. Diverse Sachen. Wow, das ist viel. Halte die Alt-Taste gedrückt und bewegen. Hier ist wieder gesiezt. Hier werde ich wieder gesiezt. Ah, das hilft mir überhaupt nicht. Ah, halten Sie die Alt-Taste gedrückt und bewegen Sie den Mauszeiger über ein Objekt. Ah ja, die ganzen kleinen Tipps. Vergrößerung in leeren Slots, um dein Tempo zu erhöhen oder deinen Stauraum zu vergrößern. Verbesserung, nicht Vergrößerung. Staple drei Paletten übereinander und zu laut.
Paletten, was auch immer. Das sind nämlich mal an Gegenstände, die wir bauen können. Paletten. Oh mein Gott. Oh, hier. Guck mal da. Das ist eine Palette. Ja. Da können wir dann nämlich mal an Sachen lagern. Oder in der Kiste. Oder in beidem. Wer weiß das schon jetzt zu diesem Zeitpunkt. Tutorial ist abgeschlossen. Gut gemacht, du hast das Autonautentraining abgeschlossen. Hat denn er uns das nicht schon gesagt? Ich kehre auf mein Schiff zurück. Was? Du lässt mich hier allein zurück? Aber ich werde deine Fortschritte im Auge behalten. Moment, du faulenst auf dem Schiff und guckst mir zu? Großartig. Tutorial abgeschlossen. 1. Mamis kleiner süßer Autonaut. Großartig. So, bei dir müssen wir jetzt mal die Radien nochmal verändern. Aufnahme. Das da. Also, der Radius. Kann ich den Radius eigentlich von Hand verändern? Ja, kann ich. Max-Bereich reicht mir aber. So. Da kommt der Max-Bereich hin. Und die Löcher müssen natürlich auch in diesem Max-Bereich drin liegen. Oh, perfekt. Supi. Und dann Play. Supi. So, den da muss ich anscheinend aufladen. Das heißt, unser nächstes Ziel wäre wahrscheinlich, einen Roboter zu bauen, der die Roboter auflädt. Oder ein Roboter, der den Roboter auflädt, der die Roboter auflädt. Klingt das sinnvoll? Ich finde schon, oder? Obwohl, wir könnten gucken, ob wir irgendwas bauen können, was uns vielleicht das Leben noch erleichtert. Oh, wir haben hier eine Palette. Schraubte drei Paletten übereinander, um zusätzlichen Stauraum zu erhalten. Okay, ja, das ist wirklich das, was gemeint war. Und Kisten, auch um Kisten mehr Stauraum zu erhalten. Machen wir aus Brettern und Fehlen. Ist im Moment nicht so wichtig, oder? Es sei denn, wir können einen Roboter bauen, der uns die Sachen da reinpackt, damit wir da drin die Sachen liegen haben, die wir suchen. Das könnte halt auch nochmal sinnvoll sein. Wir gehen uns mal hier nochmal kurz umgucken. Aber ehrlich gesagt, jetzt wird es sogar schon Zeit für eine kleine Folgenpause. Wir sehen uns, so wie ich das sehe, zur nächsten Folge, hoffe ich doch. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute und würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen. Ich würde mich sehr über Feedback freuen. Es hat wieder mal eine neue kleine Sache. Oxygen und so wird definitiv demnächst wieder kommen. Aber das fand ich hier erstmal ganz cool und dachte mir, gucken wir mal auch mal in was anderes rein. Wie intensiv das dann halt wird oder ob das mehr sporadisch wird. Ich werde jetzt sowieso wahrscheinlich ein bisschen sporadischer durch meine aktuellen Let's Plays ein bisschen durchgehen und ein paar alte mal, die ich liegen gelassen habe, mal wieder aufheben und versuchen wieder da weiterzumachen. Insbesondere noch das Adventure, was ich eigentlich noch hatte, Full Throttle mal beenden. Ja, aber im Allgemeinen freue ich mich erstmal. Ich würde mich hier über eine rege Beteiligung und Kommentare freuen. Bis dann wünsche ich euch alles Gute. Und solltet ihr neu auf meinem Channel sein, dann klickt doch mal vielleicht auf Abonnieren. Ja, das sollte ich viel öfter sagen. Eigentlich sollte ich das auch, glaube ich, am Anfang eines Videos sagen. Da hören die Leute noch zu. Tschüss!